Hier bin ich ja mal wieder. Ist ja mal wieder Donnerstag und insofern directly to the way to the Actors Academy. Das heißt direkt auf dem Weg zur Schauspielschule. Ich habe ja noch ein paar Bewerbungen rausgehauen. Probleme. Ich dachte, bei den Amis ist das nicht so. Jetzt kommen die mir damit. Ich habe ja keine abgeschlossene Schauspielausbildung. Das kenne ich doch irgendwo her. Und wenn ich die Schulen frage, die denn ausbilden tun, dann wollen die Leute bis 25 haben, zu Ausbildungsbeginn. 25. Da hätten die ja 21 Jahre später früher kommen können, beziehungsweise die mir damit. Sind sie aber nicht. So. Und in Hamburg wird die ganze Geschichte das Gleiche. Selbst das Arbeitsamt schult keine Schauspieler um. Mit der Begründung, die seien dann sowieso nicht vermittelbar. Also ich bitte Sie, warum werden Leute bitte umgeschult, damit sie vermittelbar sind? Das ist mir aber neu. Die schulen Elektriker zu Erziehern um und Erziehern zu Elektrikern gleichzeitig. Und das tun die nämlich deswegen, weil jeder, der in irgendeiner Umschulung drin ist, so lange nicht in der Arbeitslosenstatistik auftaucht. Jetzt in Deutschland, wussten Sie das? Hier gibt es ja keine Arbeitslosenstatistik, wozu auch, denn man kriegt ja sowieso kein Geld, wenn man arbeitslos ist. Okay. Und deswegen muss ich mir das jetzt wieder mit dem Kurssystem und so da weiterhin zusammensuchen. Ich habe aber was Interessantes gehört. Dafür ist Sozialpädagogik. Das ist ja in Hamburg ein Studium. Das ist ja so ein Crashkurs, 4 Wochen. Und dann kann man sofort anfangen. Ich meine, irgendwie, ja, so Leuten auf dem richtigen Weg zu helfen, das wäre doch was für mich. Gerade weil ich Erfahrung damit habe, dass manche Wege eben auch so ein bisschen falsch sind. Zum Beispiel die Schule nicht zu machen und so, ja. Jedenfalls, das würde mir schon Spaß machen. Da werde ich mich mal eher drum interessieren. Aber jetzt ist erstmal der Schauspielkurs dran. Mal sehen, was wir denn heute machen. Wahrscheinlich wieder atmen, die Gorilla-Maske, dazu im Kreis gehen. Aber ich beschwere mich nicht. Das wird schon alles seinen tieferen Sinn haben. Sie sind ja schließlich erfahrene Schauspieler, um das schon mal aus der Bauchatmung herauszubringen. Okay, thank you and goodbye. Ach, was ich ja nochmal sagen wollte, diese Busse hier, wenn die denn schon mal fahren, nicht? Voll schreiende Kinder und die Air-Condition, wenn es eine gibt, funktioniert natürlich auch nicht richtig. Auch mal wieder ein Punkt, da fühle ich mich ja glatt wieder in Deutschland. Wie in Deutschland. Na, ich melde mich später. So, now I'm at the Open Acting Academy and we will see what we are doing today. Maybe the gorilla walk? And the, we will see. See you later. Ah, klappt schon ganz gut mit dem Amerikanisch, finde ich, ja. So. Ja, ich muss sagen, der Schauspielunterricht gestern war doch noch gut geworden. Und das kommt ja selten bei mir vor, dass ich das gar nicht erklären kann, warum ich denn was gut finde, obwohl ich das gut finde. Aber gestern ist das dann so gewesen. Muskelkater habe ich auch wieder, aber der wird so ein bisschen weniger. Ich scheine mich wohl dran zu gewöhnen und das mit der tiefen Stimme und der Atmung und so, das klappt jetzt langsam mittlerweile auch besser. Und jetzt da habe ich eine Gesichtsmaske drauf, ja, fürs Aussehen. So ein bisschen was da ab und zu. Kann ja nicht schaden, habe ich mir mal so gedacht. Und ich lasse den wieder mal von mir hören, wie es so weitergeht. Ansonsten sehe ich natürlich immer mal zu, hier oder da den anderen Job zu reißen, aber einfach ist das wirklich nicht. Das habe ich mir am Anfang doch ein bisschen leichter vorgestellt. Aber aufgeben gibt es ja nicht. Und jetzt haben Sie erstmal ein schönes Wochenende.